Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Don't Starve. Gemeinsam mit der abgefahrenen Jorle, hallöchen. Hallo, hier ist wieder die Oma. Jorle, es regnet. Ja, du hast ja einen Schirm. Es regnet. Ich habe einen Schirm, den hast du mir gemacht, ne? Ja, den habe ich dir gemacht. Ich möchte ganz kurz am Anfang dieser Folge ganz kurz an unsere Zuschauer raushauen. Ich habe nämlich in einen Kommentar gelesen, da stand drin, oh Mann, wo ist denn die nächste Folge Don't Starve? Und dazu muss ich ganz kurz sagen, es ist das Problem, dass wir leider nicht so häufig zusammenkommen, zeittechnisch. Aua! Oh, hast du das gesehen? Da hat der Blitz eingeschlagen. Ja. Aber der macht mir ja eigentlich Energie, ne? Ja, hast du mal erzählt. Blitze sind für mich gut. Ja, was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte sagen, genau. Also, es wird manchmal passieren, dass sie nicht jeden Tag kommen, weil wir einfach nicht schaffen, zusammen aufzunehmen. Richtig. Aber wir tun unser Bestes, Commander. Ja, wir machen das immer. Oh, der Regen laut, ey. Ich muss mal meine Hasen loswerden. Ich habe letztes Mal... Okay, pass mal auf. Also wir haben übrigens so halbe Pläne. Wir haben nicht viele Pläne, aber wir haben so einige Pläne, was man jetzt so machen muss. Es ist bereits Tag 9 und der Winter naht. Winter's coming, um es mal in Game of Thrones Manier zu sagen. Und dafür müssen wir uns vorbereiten. Dieser Regen, ne? Ja, du bist ja jetzt aber geschützt. Aber das Gute ist, warte mal, wenn ich jetzt den Regenschirm wegnehme. Ja. Dann macht das so blubblub. Und ich verliere Energie, aber nicht wirklich viel. Nur so ein bisschen. Okay, aber trotzdem Schirm equippen. Und die okay, was soll ich tun? Was soll ich tun? Du musst mir Sachen sagen. Wir brauchen jedenfalls ganz viele Kissen. Weil so Hasen müssen wir ja einlagern. Und also es geht jedenfalls. Doch einer hatte mir geschrieben, dass es selbst in dem neuen DLC nicht mehr geht. Ich weiß gar nicht, wie man den Winter überleben soll, ja. Das wird immer schwieriger. Ja, wir müssen so Hasen einlagern. Wir brauchen jede Menge Holz und auch Stroh und das wächst alles nicht mehr im Winter. Dann muss man ja auch fallen. Okay, pass auf. Ich will dich eigentlich nicht unterbrechen, aber ich unterbreche dich kurz. Ja. Ich habe es in den Kommentaren gelesen und ich wollte es selber auch schon lange mal machen. Was ich habe jetzt hier ein... warte, guckst du? Willst du mal gucken? Achso, ja, mach. Ein Drying Rack gemacht. Ja. Da kann man Holz, sag ich schon, Monsterfleisch dran trocknen lassen. Ja, oder auch leckere Hasen oder so. Achso, hast schon dann reingemacht. Gut. Ja, ich dachte, ich mach das einfach mal. Ich habe gerade extra einen Hasen getötet. Also das finde ich gut. Das finde ich gut. Jorle, ich glaube, weißt du was? Weiß denn? Ich mache mir jetzt mal einen Plan. Mein Plan wird es jetzt sein. Ja. Oh, der Frosch wurde mich angegriffen. Ich würde jetzt einfach mal loslaufen und so viel von dem Gras und... dieser scheiß Frosch hier. Aber dann bringst du gleich ganz mit, ne? Mit ausbuddeln und so. Ah, okay, warte mal, dann brauche ich noch eine Schaufel. Ja, dann brauchst du noch eine Schaufel. Oh, weißt du was? Weißt du? Ah, nee, schon gut. Ich wollte gerade den Frosch meucheln. Und wir haben ja auch noch eine Angel und so gemacht. Vielleicht können wir noch ein bisschen fischen gehen. Ne? Ein paar Kameraden von dir aus dem Teich. Ja, pass mal auf, wir müssen uns... Das Ding ist, ich kenne das ja auch aus verschiedenen anderen Spielen. Wir müssen jetzt wirklich einen Plan machen, also einen kleinen Mini-Plan und den auch wirklich verfolgen und nachgehen. Also ich will jetzt einfach erstmal nur Gras... Und was brauchen wir noch für Fallen? Gras und Stöcker, ne? Genau. Ja, ich hab's mir gemerkt, Leute. Die schreien mich immer an, ne? Habe ich eine Schaufel? Die sind doch gar nicht so gemein zu dir. Doch, letztens hat mich jemand angeschrien, weil ich nicht wusste, dass man Fallen aus Gras und Stöckern macht. Ja, Fischi. Also, wusstest du das auch nicht? Es ist okay. Warte mal, ich esse mal. Scheiße. Ich hab's nicht gegessen. Ich packe jetzt mal Sachen hier in die Kiste, damit ich mehr Sachen mitnehmen kann. Wir bräuchten noch eine neue Kiste. Ja, ich also, bin ja hart dich langweilst, dabei. Ne, falls du dich langweilst. Ich mache jetzt extra Kisten, ne? Also dafür ist der halbe Wald schon weg. Warte, so, okay. Jetzt mache ich mir noch mal eine Schaufel. Omi ist nicht mehr so gut. Ich mache mir gleich eine zweite Schaufel. Geht nicht. Warum nicht? Was fehlt so, ich muss hier bei der Maschine stehen. Ich habe keine Stöcker mehr. Nee, wenn okay, du so ich einmal, lauf los. Wenn du so einmal gelernt hast, dann kannst du sie so auch unterwegs basteln. Nö. Ich wollte gerade... On the fly. Ich wollte gerade die Karotte im nicht angezündeten Feuer anmachen. braten. Willkommen, ne, Fischi? Also, wer es noch nicht gemerkt hat, wir fangen halt neu an, die Session. Ne? Ja, das ist richtig, neue Session. Und dazu muss man ja auch noch sagen, es gab einen neuen Patch. Der war nicht besonders groß. 4,3 Megabyte, oder? Was war das? Ja, wieso? 4 Megabyte, ne? War jetzt nicht der Mega-Update. Ja, ich weiß nicht, was es da gibt. Und ich bin immer noch traurig, dass es hier in diesem Together-Quatsch hier nicht die Erweiterung mit drin gibt. Das ist ein bisschen traurig. Hör auf zu meckern. Wir müssen jetzt damit leben, was wir hier haben. Ja, ist ja gut. Sonst schreie ich dich an. Ja, ich merke das schon. Öschi!
Oh oh. Na, da habe ich ja jetzt aber viel geschafft. Ja, ne? Du hast optimal bist du losgegangen. Aber ich bin hier fleißig. Sammel hier Zeug. Sammel deine komischen Fischdinger, ne? Da brauchte man einen Fisch. Ne? Mm. Oh, ich glaube, die Fischsticks habe ich gemacht mit einem Fisch, na klar. Ja. Einem gebratenen Pilz. Ich glaube noch Berries. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich habe keine Sticks. Stock. Ja, ich habe keinen ich hab keinen Stock mehr. Das jetzt habe ich keine Stöcker mehr. Ich habe welche, aber ich bin natürlich auf Reisen, ne? Was mache ich denn hier rein? Noch ein Pilz. So, mal gucken, was draus wird. Da kann man ja auch ein bisschen experimentieren. Hauptsache, man macht nicht zu viel weiches Zeug nur rein. Oh, oh, Spinnen kommen. What? Kommst du klar? Ich hoffe. Meine sind ja schon zurückgegangen. Komm mal klar, Jorle. Komm mal klar. Was lasse ich denn mal fallen? Warte mal, ich esse mal die Berries hier auf, um Platz zu machen. Hast du zufällig, konntest du schon Kisten machen? Hast du genug Holz? Holz hast du, ne? Hab ich, ja, ja. Alles wird gut, Fischi. Ich bin ein bisschen nervös. Ich baue schon ganz fleißig Kisten hier hin. Das finde ich sehr, sehr löblich. Ich habe übrigens gelesen auch in den Kommentaren, dass man, wenn man ein Geist ist, sich wiederbeleben kann an unserem Portal, wo wir hier reingekommen sind. Das habe ich doch schon gesagt. Hast du auch gesagt? Ja, das war vielleicht schon... Vielleicht hast du mir das gesagt. Vielleicht war das gar kein Kommentar. Oh mein Gott. Doch, der Anruf kam aus dem Haus. Ja, nichts sagen, aber es hat dir wirklich jemand so was geschrieben. Okay, oh mein Gott. Oh mein Gott, okay, warte mal. Ich mache mir mal ein Lager hier. Wo ich gerade bin. Denn es wird Nacht, Vorsicht. Falls du kein Feuer hast, mach Feuer an jetzt, ne? Es ist schon. Ich verdrück mal ganz lecker diese Meatballs. Soll ich jetzt wirklich? Ich mach das jetzt. Bams. So, hab ich denn eine. Au, 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 nein, oh nein, oh nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist? Alles gut. Alles gut. Ich hab nicht den Wald angezündet. Es ist alles total in Ordnung. Wie schaffst du das eigentlich immer? Ich glaube, ich habe das Lagerfeuer zu nah dran gemacht. Und wenn man keine Steine drumherum hat, dann zünden die auch gerne mal die Umgebung mit an, ne? Mhm. Aber das wusste ich. Das wusste ich. Ich habe das mit Absicht gemacht, weil ich hier... Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Fischi. Oh, wusstest du, dass Kohle und Asche auch Feuer fängt neben dem Feuer? Ja, das verbrennt dir dann aber wirklich gänzlich, ne? Hatte ich nicht vier Hasen? Ich hatte doch vier Hasen. Die wollen mich verarschen. Du hast die in die Kiste gepackt. Ja, da sind aber nur noch drei drinne. Ist da jemand? Ich habe keinen genommen. Ach so, nee, den habe ich ja gerade getötet. Nein. Ah ja. Nein, da sind Spinnen. Das ist auch brennen. Nein. Geh weg, Spinne. Oh, es ist Tag. Super. Ich habe viel zu viel Holz da reingeballert. Was mache ich denn heute? Was mache ich denn heute an diesem wunderschönen neuen frischen Tag? Ich finde ja immer noch, dass mein Dawnstaff ein bisschen ruckelt, Fischi. Das ist doof. Ich weiß nicht, ob das bei mir auch der Fall ist. Ich merke, also so ganz minimal, wenn überhaupt. Es könnte irgendwie flüssiger laufen. Könnte ich hier noch irgendwas essen? Ich habe übrigens auch gelesen. Vielen Dank. Ich lese die Kommentare sehr, sehr aufmerksam. Was ist das für ein Geräusch? Hast du schon wieder Puppies? Was ist das für ein Geräusch? Weiß ich nicht. Was machst denn du da? Ach, ich bin total verrückt. Aber Jorle, ich hab doch meinen Blumenkranz auf die ganze Zeit. Jetzt geht's hoch, weil ich Blumen sammle. Ich muss mehr Blumen sammeln gerade. Ja, aber tu das mal. Was mache ich denn hier heute? Warte mal, hier unten so ein Stück. Scheiße. Der. Scheiße, ich habe Angst. Oder ist das Geräusch einfach nur von dem Friedhof, wo ich gerade bin? Ich glaube, das ist so, ne? Ja, wenn du bei einem Friedhof bist, ich weiß nicht, ich glaube, das könnte ein bisschen creepy sein. Da kommt so ein ganz gruseliges Geräusch. Aber ich sehe auch diese kleinen Monsterchen, weißt du, diese kleinen Schattenwesen. Verstehe. Sie wollen mich essen. Ah, Mann. Ach so, und übrigens, wenn ich das, also ich rede einfach mal so ein bisschen, wenn jemand hat mich gefragt, warum ich das Essen nicht gebraten habe, obwohl ich neben dem Feuer stand, manchmal. Das habe ich gemacht, weil, wenn man es brät, bringt es zwar ein bisschen weniger, aber halt eigentlich relativ nicht so doll viel mehr. Was habe ich gesagt? Das kommt schon so hin. Mach weiter, genau. Mach weiter. Und ich bin ein bisschen müde. aber nicht viel mehr. Und deswegen, esse ich Sachen eigentlich immer direkt so. Und brate sie erst, wenn sie schlecht werden, damit sie dann wieder gut werden.
Ich weiß zwar, dass ich als Roboter nicht unbedingt oder das gar nicht brauche, dass Essen nur gut ist und nicht schlecht geworden ist. Aber manchmal muss ich dir ja was geben und dann, ne? Oh, ja, das ist alles für Jorle. Ich muss mir mal den Map. Ich muss mir mal den Map Key neu binden. Geht das ja, ne? Map Key? Was willst du jetzt von mir? Na, den Knopf, wo man die Map anmacht. Mhm. Der ist ja hier auf M. Und nicht auf Tab. Den jetzt schon wieder gemacht für Ski. Nee, der ist. Was denn? Ach, hier Sachen. Was ist so. Ach. Oh, ich hab'n Feuerdart. Ja, sehr gut. Hast du den gefunden bei so einem Knochentypen? Nö, einfach so irgendwo. Ich bin übrigens ein ganz schönes Stück weiter weggelaufen schon. Ich glaube, ich komme mal zurück. Ich muss die Hasen einsammeln, bloß ich habe schon wieder mein Inventar ist voll. Bäh. Ja, meins auch. Das ist ein Problem in der heutigen Gesellschaft. Ich finde das doof. Ich entschuldige mich tausendmal. Das ist ruckelt. Ich finde das doof. Ich wüsste gerne, ich habe jetzt bei dir noch mal, nicht nochmal nachgeschaut. Ich wüsste gerne, ob du genau das gleiche Ruckeln hast wie ich und einfach nur sensibel bist. Ruckelsensibel. Oder ob es bei dir mehr ruckelt. Aber er sagt aber jetzt, wo du es sagst, sehe ich es auch. Jetzt nervt es mich auch. Na toll. Ja, ne? Wie ist das? Wie fällt mir das auf? Oh, ich habe lecker Essen. Cool. Wer hat noch nicht? Okay, also das Geräusch kommt wahrscheinlich tatsächlich hier von dieser Friedhofgegend, aber trotzdem bin ich ziemlich verrückt. Ich bin nur noch bei 56. Mein Blumenkranz ist schon im Arsch, der ist weggefault. Meinen kann ich dir noch geben, wenn du möchtest. Naja, aber ich sollte demnächst mal einen aufsetzen, weil selbst jetzt, wenn Tag ist, werde ich verrückt. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Wo hältst du, die Gräber machen dich, glaube ich, ein bisschen kirre und, also bei mir geht's gerade hoch. Tagsüber geht's ja hoch und nachts geht's runter, weil die Angst haben in der Dunkelheit. Ja, genau. Das ist normal. Besonders Oma Ömchen, wenn sie ganz alleine ist. Ohne ihn. Oh, die ohne kleine ihr, Omi. Ohne ihren Roboterfreund. Die kleine, komisch riechende Omi. Was soll denn das heißen? Naja, Omas riechen doch immer so ein bisschen. Bitte gleich mal. Du bist doch nicht die Oma. Es ist doch alles ein Spiel mit der Fantasie. Fantasie, Lisa. Mit der Fantasie. Kennst du Fantasie-Song? Nee. Nee? Hol dir mal den Fantasie-Song. Kennst du Helge Schneider? Ja, aber ich hab dir schon mal gesagt, dass der nichts für mich ist. Ich finde das so los. Er sagt ja, ich fahr jetzt häufiger in den Urlaub. Mhm. Ich habe aber kein Geld. Deswegen verreise ich nur in der Fantasie. Dann fahre ich immer nach Norwegen. Und ich sage euch, die Fjorde! Okay, du magst Helge Schneider nicht, ist okay. Komisch aber, dass du Helge Schneider nicht magst, aber mich magst. Vielleicht stimmt das ja gar nicht, vielleicht magst du mich ja gar nicht. Ich finde dich toll. Mein kleiner Roboterfreund. Ja. Darf ich eigentlich verraten, dass wir eben darüber nachgedacht haben, eventuell mal Don't Starve zu streamen? Ja, das kannst du durchaus so erwähnen, oder? Also pass auf, ich würde das niemals machen, wenn wir quasi noch Folgen auf Lager haben. Ja, nee, macht ja keinen Sinn. Aber wenn das mal wieder so passieren sollte. Oh, hier ist eine Falle mit einem Hasen drin. Ich habe aber keinen Platz mehr. Du, aber wir könnten ja auch eine andere Karte da starten im Stream. Weißt du, ja, das könnten wir. Stimmt, das würde vielleicht sogar mehr Sinn machen, ne? Oh, jetzt habe ich die. Ich habe Matschepampe rausgekriegt. Oh, hier ist auch noch eine Falle mit einem Hasen drin. Oh, ihr habt gesagt, das kann man zum Düngen verwenden. Jetzt habe ich es aufgegessen. Was soll's? Sorry. Sag mal. Was, ne? Was ist denn? Ich habe doch eben schon Hasen eingesammelt. Ist der abgehauen? Geht das? Wenn du ich habe den aus Versehen gedroppt. Dann lag er auf dem Boden, hat erstmal noch kurz vor sich hingeschnarcht und ist dann scheiße abgehauen. Ich hab nicht aufgepasst, weil ich wollte Platz machen. Ich habe dann was anderes ausgewählt. Ach, siehst du? Habe ich jetzt aber mal hart verkackt, ne? Das tut mir leid, lieber Zuschauer. Das macht nichts. Wir sind nicht Pros hier in diesem Spiel. Haben wir das schon mal gesagt? Wir sind nicht Pros. Not Pros. Pro not. Nee, nee. Jetzt bin ich hier nach unten gelaufen. Hast du Feuerholz, was du demnächst gleich mal. Oh Mann, ey. Was ich so demnächst loswerden möchte, ja? Nee, was du demnächst vielleicht jetzt mal in das Feuer legen möchtest? Demnächst, ja. Vielleicht so um den Zeitpunkt jetzt herum. Dann noch an? Was jetzt, schnell! Okay, danke. Ach, ich werde halt nervös.
Don't Panic auf der Titanic. Monster don't? Jerky. Das willst du Monster Starf. Jerky? Don't Panic of the Staff. Oh, ich hasse das so, wenn man aus Versehen auf sich selber drückt, dann plantet der nicht, sondern... Oh, das geht. Ich hätte das nicht essen sollen. Das war nicht gut. Nee, alles, was schlecht ist, kannst du mir geben und alles, was gut ist, kann ich dir geben. Nee, ich habe gerade dieses Monster Jerky von deinem Drying Rack gefuttert. Das war nicht sehr gut. Also nicht gut. Ach, du kannst... Ach so. Ist das, irgendwas hat das mit mir angestellt. Bisschen gruselig, ne? Sag mal, du hast... Ah, nee, haben wir hier eigentlich diese Gears gehabt, die dich upgraden auch? Nee, ne? Nee, in dieser Reihe hier nicht. So, jetzt muss ich mal was essen. Willst du was kochen oder soll ich was Ach, kochen? Die Dame soll wieder kochen. Ja, nimm mal deinen kleinen Robo hintern da weg. Ich mach das. Es wurde mir auch gesagt im Stream, ich soll dich kochen lassen. Hast du zufällig... Mhm. Blumen. Ja. Das sind doch noch welche in der Kiste. Hier? Wo denn? Ah, oh, die sind schon verrottet. Oh nein. Hier, warte, ich gebe dir. Weil ich glaube, ich brauche 12, ich habe 7. Nimm, Fisch. Oh, nimm. Danke sehr. Habe ich hier übers Hitz gesetzt? Jo. Brauchen wir. Oh, hier ist Gras. Ja, deswegen hast du das ja so komisch angeordnet. Ich finde das sehr hübsch. Können. Das ist eine Da Vinci-mäßige Anordnung von Farms. Was soll ich tun? Ich laufe hier so dumm in der Gegend rum. Ich wollte eigentlich Sachen ablegen, damit ich Platz habe für Fallen. Ja, du musst oben mal die Fallen abgeben. Das ist hier eine Hasekiste. Hier. Eine Hasekiste. Also eine. Oh. Eine Hasekiste. Du musst Fertilizer. Oh, darf ich mir das Essen nehmen? Ja, bitte. Was ist denn das geworden? Es ist Stuffed Eggplant geworden. Oh, sehr gut. Oh, das war lecker. Yum, yum. Haben wir hier eigentlich... Wir haben hier in dieser Runde noch gar keinen Blitzarbeiter gebaut, ne? Nee. Magst du einen machen? Wir brauchen mehr Scheiße, oder? Ah, nee, warte. Ich hab elf Scheiße. Nee, hier sind noch mal... Jetzt sind hier 26 drin. I should wait my turn, sagt sie. Das solltest du auch. Okay, ich packe hier Zeug rein. Guckt Monster Meat. Wollen wir das irgendwie... Weiß ich nicht. Ich hab auch noch Monster Meat. Das können wir mal an so einem Schwein andrehen. Wir sollten sowieso... Ach so, sollen wir das nicht hier verkochen? Ich wollte das gerade verkochen jetzt gerade. Ich weiß, dass ich 6 Silk brauchte. Aber ich weiß nicht mehr, wofür. Warte wofür brauche ich denn die Spinnenseide, bitte? 6 Stück. Ich hab's vergessen. Fischi, wofür brauche ich 6 mal Spinnenseide? Au! Ich nein! Weiß es nicht. Au! Sag du's mir! Fischi! Mach den kaputt, den scheiß Frosch. Töte ihn! Oh ja, ich drücke aber auf die falsche Maustaste! Ja, das ist peinlich! Aua! Tut mir leid, lieber Zuschauer! Guck mal, aua! Das kann doch wohl nicht wahr sein! Fischi, der klaut mir alles! Soll ich dir helfen? Komm! Ja, bitte! Ich komme! Wo ist mein. Hier! Komm her, du Sausack! Oh, ich kann ihn nicht anklicken! Jetzt! Fischi! Hab ihn! Sehr gut! So, ich koche mal was Schönes. Ich will mal was kochen. Soll ich das machen? Nee, ich mach das jetzt! Guck mal, hier ist ein Teich. Ich werde mal angeln. Warte mal. Lalalala. Ich werde mal das Monster Meat mit reinmachen. Wenn man das vielleicht verkocht und so. Ups, jetzt habe ich... Weil ich so viel Minecraft spiele, ich wollte es gerade aufteilen mit der rechten Maustaste. Das hat nicht funktioniert. Ich kann nicht angeln, weißt du das? Warum nicht? Mann, jetzt kommt hier schon wieder so ein Frosch. Ich habe Angst vor dem Frosch. Das kann doch nicht sein. Jetzt stirb. Angst. Jolle hat Alter, Angst vor dem Aua. Frosch. Aua, jetzt. Jolle hat Angst vorm Frosch. Manu. Du musst damit aufhören, la la la. Hast du kein Speer? Oh, da stand gerade Fisch übrigens. Fisch. Ja, Fisch. Hast du einen Speer oder nö? Ja. Weißt du, was mir noch jemand geschrieben hat in den Kommentaren, dass die Axt irgendwie stärker sein soll als der Speer? Nee, das ist nicht korrekt. Not korrekt am Mundo. Not. Warte mal, hier ist ein Loch, okay. Ich verteile jetzt Fallen, ne? Mhm. Ich bin der große Fallenverteiler Roni. Ey, sag mal, die Frösche haben mir die Hälfte meines Lebens abgezogen, ne? Die, what? Die Frösche? Ja, du kannst dich echt nichts anlegen hier. Geh mal zum Essen, zum Essensding da und guck mal, ob da was Cooles draus geworden ist. Guck mal, ich habe 3 Fische gefangen. Hier sind irgendwie keine Löcher mehr von den Viechern. Ich glaube, ich muss da hochlaufen, ne? Hier oben war der Motherload. Löcher von den Viechern, das hört sich gerade falsch an. Was willst du denn sagen? Nee, ich meine die Hasen. Achso. Die Hasenlöcher.
Wenn du liebe Jorle, kannst du ja ausbuddeln. Mhm. Willst du noch irgendwas Abschließendes sagen für diese Folge, die jetzt vorbei ist? Oh, das ging schnell. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seht, wir bereiten uns vor für den Winter. Ich laufe so ein bisschen verplant hauptsächlich hier rum. Sammle schon mal neue Gräser. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter mit der harten Auf-Winter-Vorbereitung. Sicher, das. Und ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal und tschüss.